Hallo zusammen, willkommen zurück. Wir gehen rein nach Ral'Bothar oder wie man das ausspricht. Furchtbar die Namen von den dwemischen Ruinen. Wir waren hier auf dem Weg zum letzten Aetherium-Splitter oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Ich bin gespannt, wie schnell wir den hier drin finden werden. Ah, das Dungeon kann ich mich auch noch erinnern. Moment. Wo wir gerade dabei sind, haben wir jetzt nicht den Kettenblitz bekommen? Punkte Blitzschaden, 25, das hört sich doch besser an. Wie viel Mana kostet das denn bitte? Hä? Alles klar, wir probieren ihn mal aus. Einmal möchte ich wissen, wie viel Schaden der jetzt tatsächlich macht. Ah ja. Ist mit unserer Mana-Menge aber noch nicht vertretbar. Ja, das hätten wir geschafft, tatsächlich. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir die Sache mit den Dwemer-Zahnrädern geschafft haben. Wahnsinnig froh. Schön ausgewichen. So. Genau. Ja, die haben gar keine Chance gegen uns, würde ich mal behaupten. Da hat der eine wiederbelebte Bandit die gefinisht. Oh. Oh. Wir haben das Blut zusammen. Wir haben die letzte Blutquelle. Gut, dann haben wir jetzt eine Menge Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Wir müssen jetzt zurück zu dem. Wir müssen noch die drei Dwemer-Stätten aufsuchen. Wir haben jetzt herausgefunden, dass wir den Zauber bereits können. Wir müssen noch das machen. Wir müssen noch das machen. Wir müssen noch das machen. Also, gut. Es sind drei Aufgaben, die wir aktuell haben. Die ich gerne jetzt auch bald erledigen möchte. Und das freut mich doch. Zu viele Aufgaben gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Eine Meistertür. Wir sind natürlich ein Meister, daher gar kein Problem. Es hat bestimmt wehgetan. Elaine Dufour. Hey, was machst du denn hier? Ich weiß nicht, wie ihr es so weit geschafft habt, aber weiter kommt ihr nicht. Was war das? Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich stelle euch in den Rücken. Boah, es war wieder sehr knapp hier. Naja, okay, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, der war, glaube ich, von der Quest in Markarth, oder? Hier der Dufour. Elaine Dufour. Ich hoffe mal, wir haben die Quest jetzt nicht zerstört, dass wir den, weil wir den jetzt schon getötet haben. Aber ich denke mal, das wird nicht so sein. Ein Seelenstein, Dankeschön. Wie gesagt, wir schlauchen momentan die Seelensteine ziemlich, indem wir welche verbrauchen, aber keine neuen Seelen mehr fangen. Wir können auch bald mal ein paar Heiltränke kaufen und dafür unsere anderen Tränke verkaufen. Ich meine, wir werden Trank der Stärke so selten benötigen und dann werde ich ihn wahrscheinlich doch nicht benutzen.
Ja, hat sich gelohnt. Wir kommen dem Splitter auch immer und immer näher. Ihr seht, er kann sich nicht bewegen, weil wir den mit jedem Zauber stunnen. So, funktioniert doch super. Ich bin zufrieden. Da kommt noch her. Ja. Ah, wir können die Leiche mal durchsuchen von der Spinne. Wenn die nicht weg wäre. Ein Meister, ja, ein Meister. Naja, Serana haut ja gut drauf. Ey! Hörst du auf, mich zu schlagen? Meine Güte! So. Es funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Also, dafür, dass wir eigentlich Magie noch nie richtig hochgebracht haben, kommen wir damit mittlerweile richtig gut klar. Ah, ich will diesen blöden Köcher nicht auf dem Rücken haben. Meine Güte. So. An sich ist der Köcher echt cool. Ich will das auch nicht deaktivieren. Da gibt es Mods für, das habe ich schon gesehen. Aber... Euer Ernst? Ah. Oh. So stark habe ich mir nicht vorgestellt, die Falle. Oh oh. Das könnte funktionieren. Es hat funktioniert. Cool. Hier kommen wir nicht durch. Springen wir jetzt einfach rüber. Ah, ein Meister schon wieder. Aua, da werden wir gerade von den Bolzen getroffen. Aber nur einer. Komm schon. Komm. Perfekt. So, was hast du für mich? Bolzen, danke schön. Lalala, es ist alles so schön und so einfach. Ich meine, okay, wir sind jetzt gerade gestorben, aber es lag ja wohl eher an, dammit, an einer Falle als an irgendeiner gegnerischen Stärke. Wir sind mittlerweile, finde ich, ziemlich gut dabei. Kann doch nicht wahr sein, oder? Hä, das muss doch links sein. Das frustet direkt wirklich. Der erste Dietrich, der abbricht, trägt ganz schön auf. Ja, dann macht es keinen Sinn, warum ich da oben angefangen habe. Das ist total unfair. Dann verlässt man sich da halbwegs drauf und dann wird man total enttäuscht. Ich wusste, dass da was rauskommt. Danke, Serana, das weiß ich zu schätzen. Wo zum Teufel soll ich hin?
Ja. Ich denke mal, wir können mittlerweile Gegner gut einheizen. Wortwörtlich. Achso, jetzt haben wir den... Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hinkommen. Jetzt sag bloß nicht nach Himmelsrand. Dann verzweifle ich aber total. Bring mich nicht nach Himmelsrand. Ich weine. Los, Serana! Lauf! Nein! Au! Oh, das muss aber wehtun, meine Güte. Schafft sie's? Lauf! Ja, sehr schön. Meine Güte. Oh Gott, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass wir... ihr seht ja selber, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Meine Güte, kann ich denn jetzt nicht treffen, oder? Da ist ein Kriegshetzer. Oh Mann, wird das ein Spaß. Oh Mann, wir sind mitten in der Falmerstadt. Okay. Nicht passiv, du musst schon rangehen. Ich halte nicht viel aus. Von dem einfachen Falmer habe ich keine Angst. Der macht mir ein bisschen Sorge hier. So, jetzt Angriff. Wiederherstellung verbessert sich auch langsam, aber sicher. Ist alles super momentan. Ein Nord. Ah ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Nehmen wir bis 20 nach auf. Sind wir mal ein bisschen freier hier. So, damit fehlen uns noch zwei Falmer laut Karte. Oder laut Radar eher gesagt. Das sollte ja zu machen sein. Nein, aufgeben können wir sowieso nicht. Und da haben wir keine andere Alternative, außer weiterzugehen. So ist es nun mal. Ja, das hätten wir geschafft mit meinen Zaubern. Ist schon klar. So. Ist das dein Ernst da hinten? Mit euch kämpft es sich gut. Danke, das weiß ich zu schätzen. So, ich denke mal, hier wird ein Hebel sein oder sowas in der Art. Würde ich jetzt mal so deuten, dass wir hier irgendwas umlegen müssen. Oder? Ja, hier. Schalter. Genau. Wir müssen wahrscheinlich da hinten irgendwo hin, schätze ich mal. Naja, dann haben wir auch schon den letzten Splitter gefunden. Und wie gesagt, dann können wir noch zwei Quests machen. Dann haben wir wieder ordentliche Aufgaben erledigt. Ja, ich hab's schon gedacht, dass da noch Viecher rauskommen. Entschuldigung, Serana.
Okay. Dankeschön. Dankeschön. Okay, bis 20 nach, habe ich gesagt. Bis 20 nach. Ja, machen wir bis 20 nach. Dürfte ein bisschen überzogen sein, aber... Ich bin jetzt gerade wieder im Skyrim-Fieber. Ich möchte heute gerne hier nach noch einmal aufnehmen, dann bin ich zufrieden. Falle nicht ausgelöst, sehr schön. Oh Mann. Warum die Spinnen es aber auch immer schwieriger machen müssen, als es in Wirklichkeit ist, das ist wirklich unbegreiflich für mich. So, hier kommen auf jeden Fall Gegner. Die Spinne ist mir mal egal, ich halte lieber auf den hier. Ja, hat mal wieder ganz gut funktioniert, wie ich finde. Sind halt jetzt nur ein bisschen abhängig vom Mana, aber ich denke mal, die Regenerationsrate ist auch ganz in Ordnung mittlerweile. Ach, das war das. Mit der richtigen Hebelkombination irgendwie. Ah, der Raum. Ich erinnere mich. Langsam fügen sich die Sachen wieder zusammen. Ich habe gesehen, dass da drin Chaurusjäger sind, aber ein bisschen mehr Erfahrung schadet ja auch nicht. Wir müssen uns ganz schnell heilen. Dafür brauchen wir Mana. Mana, Mana, Mana. Schade. Okay, nochmal. Erstmal müssen wir jetzt den Falmer töten. Oder die Falmer töten. Boah, da kommt schon wieder. Zwei Kriegssetzer. Einer ist nur ein Schattenschleicher, okay. Ein Nachtschleicher. Okay, es hat gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert. Und das war's doch schon. Serana, alles wieder in Ordnung. So. Goldmünzen. Goldmünzen, dankeschön. So, und lassen wir die hier jetzt noch raus. Machen den Quatsch nochmal eben. Komm schon. Uiuiui. So, und hier hinge ich im
ersten Let's Play auf der Xbox relativ lange fest. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen, Gegenstände aus diesen Zahnrädern entfernen, damit sie wieder laufen und wieder reingehen können. Ich habe damals recht lang dafür gebraucht, glaube ich. Dass ich das mal hinbekommen habe. Läuft wieder, läuft wieder. Da hinten hakt's noch. Ja, wir sind hier eine ganz schöne Schießproduktion mit dem Zaubern. Zack. So. Das müsste es gewesen sein. Richtig? Richtig. Okay. Er hat natürlich widerstanden. Aber er ist nicht sonderlich stark, wie man sieht. Mittlerweile ist für uns gar kein Gegner mehr stark. Das war jetzt eine böse Behauptung. Okay. Haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt in der Ruine? Da ist mal wieder unsere den Namen vergessen. Katria, genau. Ja, wir treffen uns wieder. Ich sehe den letzten Splitter hier liegen. Wir nehmen den letzten Splitter. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Oh ja. Das ist der letzte, oder? Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Okidoki. Tschö, Katria. Wir wissen noch nicht, wo die Schmiede ist. Das werden wir gleich herausfinden. Schön, dass wir die Quest übrigens auch wieder ins Laufen bringen. Gehört jetzt eigentlich noch mit zu Dawnguard. Ich lasse es aber jetzt trotzdem mal normal laufen. Ich schreibe jetzt nicht wieder extra Dawnguard in den Titel. Aber wofür das hier bitte hin? Sag nicht Schwarzweite. Oder schlichtweg Himmelsrand. Schwarzweite. Man kommt über diese Ruine ebenfalls nach Schwarzweite. Das ist ja nicht zu glauben. Schwarzweite, so ist Wahnsinn. Schwarzweite ist Zentrum aller Dwemer-Städten im Nachhinein. Das ist der Hammer. Trotzdem frage ich mich, ob es hier nicht vielleicht einen anderen Ausgang gibt, aber doch, hier ist doch ein Ausgang, oder? Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Im nächsten Video können wir dann die Schmiede aufsuchen, um die sich das Ganze dreht, hier mit diesen Ethereum-Splittern oder wie man das ausspricht. Und ich würde sagen, dann haben wir auch wieder eine Menge geschafft. Ah. Freiheit. Jetzt müssen wir bestimmt dahin, wo wir genau... Ha. Finde die Ethereum-Schmiede. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwas Besonderes. Ein wunderschönes Ethereum-Schwert, das stärker ist als alle anderen, die es gibt oder sowas. Ich meine, Hund hier ist ja mittlerweile auch cool, unser Einhänder, aber... Ja, gegen noch ein Schwert hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden.
Noch mehr neue Gegner wären jetzt auch wahrlich frech gewesen. Ihr seht schon, wir müssen hier runter. Sprich mit Katria. Ja, wir wissen ja schon, dass wir hier. Katria, es tut mir leid, wenn du jetzt sauer bist. Ja, mit Katria reden wir aber erst beim nächsten Mal, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Aufnahme und sage Adios, bis dann. So.